Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 von Shadow Lord. Im letzten Part haben wir Magda weiterverfolgt bis zu Leorix Anwesen, wo sie sich in den Tiefen von Leorix alter Folterkammer, die ungewöhnlich groß ist natürlich, verschanzt hat. So, der Schumpfhaft noch ein Text und das ist mir gerade so aufgefallen. Ich dachte mir, komm, fangen wir den Part doch mal so an. Wie wurdet ihr zum Dieb? Das ist eine lange, schreckliche Geschichte, die ihr sicherlich nicht hören wollt. Lang? Das bezweifle ich. Gier ist ein recht simples Verlangen. Ja, so ähnlich. Ihr solltet euch besser vernünftige Ziele setzen. Oh, an der Dame war nichts vernünftig. Okay, es ging also mal wieder um die Liebe. Wir werden Eis ausnehmen, wenn sie uns sehen. Ihr habt eurem Orden zu viel Vertrauen geschenkt, Cormac. Ich verstehe nicht. Ohne Erinnerungen könnt ihr unmöglich beurteilen, ob euch Gerechtigkeit widerfahren ist. Ich glaube, dass dem nicht so ist. Alles, was euch erzählt wurde, könnte eine Lüge gewesen sein. Mir sind schon ähnliche Gedanken gekommen. Aber heißt das, dass alles, was ich getan habe, vergeblich war? Alles? So. Naja, nicht unbedingt. Deine Taten sind ja auch trotzdem immer noch lohnenswert, ne? Okay, eine Sache, die ich noch gar nicht erwähnt habe, dass unsere Begleiter auch ihr Aussehen, also besser gesagt ihre Ausrüstung, also außer das Zeug, was wir ihnen geben, hat auch noch verändern, je nachdem, wie weit wir kommen, also mit den weiteren Levels. So, die Hallende Agonie. Übrigens, viel zu übertrieben große Folterkammer. Jetzt mal ohne Witz. Paranoia hin und her. Aber das ist lächerlich! Das Ding ist riesig! Es sind mehrere Etagen! Ich habe wieder neue Gegner, Inferno-Zombies. Solange der Ofen an ist, kommen da Zombies raus. Sobald der aus ist, kommen da keine mehr. Wer hat das gedacht? So, das war der letzte. Wie gesagt, das ist so. Lächerlich unnötig! Lächerlich ist das falsche Wort, aber es ist unnötig. Punkt. Das Ding ist eh. Allein schon der ganze Weg dahin ist schon lang genug. Und dann auch noch das. Ernsthaft, Leute. Das ist kein gutes Game Design. Das hat so Trash-Game-Niveau. Also ich muss sagen, ich find's bescheuert. Es ist aber auch erst so nach einer gewissen Zeit klar geworden. Klar, man muss halt noch ein bisschen sagen, ein bisschen Action, ein bisschen Kloppe und es ist auch eigentlich Gameplay, dass man sich halt durch Horden von Monster durchprügelt. Aber von storytellischer Sicht, das ist einfach nur bescheuert. Aber gut, okay. Dunkle Gefäße. Vielleicht können wir gleich sehen, was passiert, wenn. Nö, bei denen jetzt nicht. Jedenfalls, sie werden dann noch recht heftig in den Mond. Und ja, aber ich. Wir werden noch ein paar Mal solchen Gegnern, diesen Gegnern begegnen. Es gibt mir sicher noch die Möglichkeit, dass wir es mal aus erster Hand sehen. Sweet! Also krieg ich diesmal Schönes. Die verschlingt, skrupellos. Und sonst für Singularität. Dieses Fremdwort ist mir nicht geläufig. Knochenlos und Verrenkung. Autsch. Oh, eigentlich mal ein neuer Ring, unglaublich. So, was macht denn der, das Ding mit dem Ring? So, was möchtest du? Kreis der von Nayuli. Intelligenz, Vitalität. Ihr weckt jetzt bei den Einzel von Fertigkeiten ein zusätzliches Skelettmagier. Skelettmagier bleibt 2 Sekunden länger bestehen. Sweet! Nur als anlegbar. Wie ein großer Kreislauf des Seins hat dieser Ring keinen Anfang und kein Ende. Wie deep. Es trägt seinen Namen seines Besitzers, Meistertruppenbeschwörer Nayuli. Und hat so manchen in schwierigen Tagen geholfen. Noch heute suchen viele Abenteurer unermüdlich nach ihm. Gefunden! So, und die haben wir hier. Skelettmagier. Verseuchung, Skelettbogenschütze. Verbraucht eure gesamte Essenz, um einen mächtigen Diener zu Okay. Das sind A2. Oh. Die bleiben! Oder? Bleibt die? Mist! Zeitschuss im Ofen. Nope, da bleibe ich lieber beim Knochenschwert. Auch wenn es natürlich mit den Ringen mehr Sinn ergeben würde. Ah, da haben wir die unheiligen Sklaven.
Die können doch recht gut Damage raushauen. Ich glaube, das ist gemeint von wegen, wenn ich ein Skelettmagier beschwöre, kommt immer einer mit. Ich glaube, es war eher so gemeint. Darum, es hieß auch einen mächtigen Diener, es waren vielleicht zwei. Ich glaube, es war eher so gemeint. Nur das Sinn ergeben. Vor allem, das Schöne ist, die Hunde sagt nicht mal aus, dass sie Splash-Damage macht. Aber scheinbar macht sie Splash-Damage. Das ist trotzdem. Für die Leute, die nicht wissen, was gemeint ist, Splash-Damage. Splash-Damage. Wahrscheinlich weiß eh schon jeder. Ist halt Schaden, der ist vom Ursprung sich weiter ausbreitet. Ist ja eigentlich wahrscheinlich nicht mehr, aber man kann nicht alles erwarten, ne? Vielleicht wisst ihr es, vielleicht wisst ihr es nicht. Falls ihr es nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Oh. Ach, das wieder so. Oi, oi, nein, Mörser und auch noch Areal. Super. Die dunkle Berserker ist auch bald weg. Ah! Okay. Uncool. Meine Fresse. Okay, dann ist aber nicht Riband hier. Unser Blocker, aber der ist es. Oh Gott, der Blasphemische. Okay. Und geplatzt. Immer gute Treter. Exhumierter Drescher. Mein alter Englischlehrer hieß der Drescher. Der war eine voll geile Sau. Und kein übermodiges dieses Fleischmonster. So, okay. Intelligenz, mehr Vitalität. Leben pro Sekunde verfallen, aber das ist kein Problem. Die Stiefel sind gut. Ich sehe aus wie ein Regenbogen. Jedes Kleidungsstück andere Farbe, wenn sie eine Farbe haben. Oh, warte mal. Nee, die Stadt hier soll ich runter machen, weil da kommen ganz viele Gegner raus. Das muss auch nicht sein. Oh, hier haben wir den Case. Okay. Na, okay. Ich glaube, ich weiß aber nicht, ob die, wenn sie jetzt diese, wenn sie verwandelt werden. Ja, nee, ist klar. Was man noch dazu sagen, ne? Einfach hinnehmen. Aber was habe ich gerade gesagt, von wegen Design, Technik und Gameplay, ne? Nicht hinterfragen. Autsch, einfach hinnehmen und reinrennen. Und vor allen Dingen, ich sehe gerade, wir dürfen gleich nochmal durch, weil dass ich hier einiges noch nicht erfolgt habe. Na komm, gehen wir einfach nicht durch. Klatsch. Okay. Bringt sie zu mir, damit ich ihr das Fleisch von den Knochen reißen kann. Eigentlich kann ich mich gar nicht erinnern. Oh, noch. Autsch. 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 Egal. Wie gesagt, da ich dann nicht weiß, dass mir nichts passieren kann, ich sterbe. Jupp. Naja. Immerhin habe ich schon mal das gefunden, ne? Ist ja auch schon mal was, ne? Ja, voll scheiße ist das. Ah, Manu. Manu! Manu! Ich bin schon mehrere Gebiete gelaufen. Hörte ich Geschichten über den Sturzkönig Leorix. Aber es mit eigenen Augen. Das ist etwas ganz anderes. Autsch. Ja gut, ich habe Comic. Autschi! Ich sollte vielleicht aufpassen. Vielleicht sollte ich das tun. Ich könnte auch was einlassen. Natürlich. Ah, Mann, ich will XCT. Ich bin weh. So, wir müssen irgendwann nochmal aufgekopft sein. Ich war nah genug, dass es sich aktiviert. Und dann war scheinbar eine Leuche. Oder die haben einfach diese Ecke total toll gefunden und sind weiter stehen geblieben. Schätze! Zukunftssuche. Nice, noch ein Ring. Oh je, Blocker. Na, das ist kein Problem. Das Blocker sind nämlich die Wände. Ey, das gleiche. Ich bin kurz wieder auf der Kopfkacke. Ja, wird man. Spawn keine Wand in dir. Das macht man nicht. Das ist wegen der einfach Konvention. Naja, gut. Da warte ich auf, bis die Wand weg ist. Ah, der ist weg. Die Wand und der erste Gegner. Jawohl.
da also, das waren sie dann schon alle. Hupsi. Ich wollte eigentlich den Harnisch aufnehmen. Na gut, machen wir mal hier das Vital kaputt. Mach doch nicht kaputt. Danke, halt. Ah. Das ist ja ich da. Ja gut, das Problem ist halt, da ich das ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis wir da rauskommen. Da kann ich nichts gegen machen, die kommt da einfach raus. So, aber ich glaube... Ja, es wird ein riesiger Kreis sein, das ist sehr schön. Eine ganz große Kreisgeschichte ist das. Ah, das ist eine Geschichte von einem Kollegen von mir aus der Pen-Paper-Runde. Muss ich euch mal erzählen. Ich bin überzeugt, dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Manchmal scheine ich die Gewalt über meinen Körper zu verlieren. Lazarus weiß Bescheid, so viel ist klar. Er blickt mich auf seltsame Art an, wenn er mich abgelenkt wähnt. Ja, Lazarus, nee, dein bester Freund. Das ist ganz, ganz, ganz böses Mojo. Aber na gut. Wie schlimm kann es schon sein, nicht wahr? Na gut, Leoric, der dunkle König, der Skelettkönig. Da wird schon irgendwas passiert sein. Vielleicht wird uns diese Unterlagen ja erfahren. Sagen. Auch wenn meine Berater mich bitten, die Entscheidung rückgängig zu machen. Ich werde die Hinrichtungen der Verschwörer durchführen. Vielleicht sorgen sie sich bereits, dass ich als nächstes sie ins Auge fasse und ihre ruchlosen, verräterischen Pläne aufdecken werde. Nur Lazarus kann ich noch trauen. Jupp, und da ist es passiert. Da ist er komplett wahnsinnig geworden. Aber gut. Diablos Einflüsterungen halt, ne? So, der Ring hier. Das ist der neue. Gibt Intelligenzbonus, mehr Vitalität. Okay, und der hier gibt weniger Vitalität. Haben wir aber das Richtige, oder? Upsi. Ja, aber weil er halt einen Schadensbonus gibt, deswegen ist der Marker für den Schaden, für den Angriff halt erhöht. Okay. Na gut, immerhin ist das Gebiet nicht ganz, nicht ganz so groß gewesen. Aber falsche Richtung. Aber wir haben noch mindestens eine Etage und Spoiler, Spoiler, es gibt noch mindestens drei weitere. Das Gebiet ist scheiße groß. Und das regt mich auf. Aus unverständlichen Gründen eigentlich. Weil ich möchte einfach noch mal ein bisschen mehr... Moment, das ist... hab ich gar nicht gesehen. Also nicht gerade eben. Ich will einfach mal ein bisschen mehr Story erleben. Nicht einfach nur von wegen, ja, ich prügel mich jetzt durch die Gegner durch. Ich weiß, es ist das eigentliche Gameplay, aber trotzdem. Ich will Story, Menno. Männer, das Spiel gibt mir keine Story. Okay, ist genug davon. Das ist von Sui geklaut. Und wahrscheinlich hat der es auch irgendwer geklaut. Vielleicht hat er es auch selbst ersonnen. Möglich ist es. Und da machen die neue Zombies. Oder die eiserne Jungfrau machen die. Doch, die eiserne Jungfrau hat doch die. Ich habe die irgendwas gemacht. Ich komme immer noch nicht auf den Mittendrescher klar. Also, ich habe nie, glaube ich, vorher so richtig auf den Namen geachtet, aber mein Englisch und sogar Geschichtslehrer hieß auch Drescher. Und das war voll cool. Der hat das Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche perfektioniert. Ich weiß noch einmal, der hat einen Witz erzählt und ich hatte so einen Lachflash. Das glaubt ihr nicht. Na egal. Und wie ihr sehen könnt, aber heiß. Ja, da kommt es sogar raus. Da kommt auch noch irgendwann raus. Ja, wer weiß. Na komm. Ich müsste sie eigentlich ja nicht mitnehmen, weiß ich selbst. Aber ich tue es halt. Wie gesagt, Erfahrungspunkte und so, ne? Level Ups. Die ist halt auch Gameplay. Gameplay. Das sind gerade ganz schön viele Berserker gerade. Und da ist irgendwo... Oh nein, das sind Nerds. Oh nö, Abschirmer auch noch. Und jetzt, die haben jetzt zwei Fähigkeiten, okay. Abschirm-Mörser. Abschirm könnte ich direkt nicht machen. Verhindert, dass ich Schaden mache. Ja, jetzt ist die Schütze sich ab. Das ist gut.
Eine gemeine Kombi. Aber da ist das kein Diener, das ist kein Champion. Das ist schon mal gut zu wissen eigentlich. Sehr schön. Immerhin läuft das hier ganz gut. Gut, die Gegner halten schon ordentlich aus, aber hey, warte, warte, Mann. Wie gesagt, wir sind kurz vorm Ende des ersten Aktes. Und wir spielen auch schwer. So. Geh ich denn jetzt lang? Ich gehe erstmal da unten lang. Nicht durch die Feuerbrunst durch. Sondern an der Feuerbrunst vorbei. Wow. Na gut, ich wollte gerade sagen. Och nö. Nee. Ja, super. Na egal. Nituran Zahnmaler Sphäre. Nitrorian. Das ist ein Kumpel. Ja, guck mal. Okay. Ich bin jetzt schon halbwegs in der Richtung des Ziels. Nett. Na gut, das war ein dummes Gefäß. Habe ich ganz schnell ausgemerkt. Jungs, Befehl. Ihr solltet nicht vergessen, dass ihr damit mehr, dass ihr mehr Schaden macht. Ihr könnt mal besser öfters etwas einsetzen bei starken Gegnern. Verboten ohne wieder. Ah, das kann doch ein bisschen besser zu sein als mein Herz. Doch mal Foltergeräte, überall Foltergeräte. Man könnte fast fahren, wie wäre in einer Folterkammer. Oh, wait. So was? Och, noch mehr Drescher. Mein armer Lehrer. Der ist auch schon lange in Pension, das weiß ich. Der war schon zu meiner Zeit nicht mehr der Jüngste und inzwischen, ja. Sieht auch schon ein paar Jahre lang gegangen, seitdem ich ausgeschult bin. Nee, es sieht nicht besonders gut aus, was da gerade ist. Obwohl, dann mach du Urlaub. Huch! Jupp, das macht Splash Damage. Das ist cool. Wir haben gesehen, wie die richtige Bestätigung hier. Dass die Teile wieder notifizieren? Lecker. Der hing da aber nicht, ist er gerade eben. Keine Erleuchtung. Warte mal, heißt es, ich krieg mehr Erfahrungspunkte, oder? Oder? Meine eine Jungfrau. Da ist aber nichts drin. Irgendwann weiß ich, also irgendwann später. Ja, irgendwann später vielleicht. Sind da auch Gegner? Können da Gegner drin sein? Das weiß ich schon. Gar keine Sens mehr. Da fangen aber so viele Gegner auf einen auf. Kommt nicht widerstehen. Wie gesagt, auf Monster, auf Gegner Horden und auf einzelne Gegner. Na gut, eigentlich auf Horden Gegner Maxen. Macht der Angriff einfach so viel Sinn. Ich verstehe. Ergibt. So viel mehr. 30. Nice. Was jetzt so schön ist. Eine weitere Fähigkeit, also ein weiterer Slot dafür. Das ist schön. Blutige Farbe. Okay. Angriffskraft. Und Gerechtigkeit, Instabilität. Au. Unerwartete Effekt. Okay. Überwältigende Effekt. Überwartete. So gut, ja. Okay. Au, 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 au. Au, Wacke. Was zum Geier ist das? Schnurrtopf der Narr. Leorix, gehöflicher Hochnarr. Okay, das ist ein. Der ist mir komplett neu. Der ist definitiv besonders. Den erhöhe ich, ja. Den begegne ich zum allerersten Mal. Und wie gesagt, ich bin schon ein paar Mal hier unten gewesen. Auch außerhalb des Story Modes. Nett. Oh, nett ist, dass ich jetzt hier oben bin. Ja, ne, das erspart mir zumindest einen Teil des Rückweges. Geil, beide eingesperrt. Nice! So, und meine Edelsteine werden immer mehr, das ist super. Oh, lecker Stopp. Jungs, mach mal einen gezielten Angriff, bitte. Wow, die halten aber echt viel aus. Vor allem die Gegner sind immun gegen die Fallen. Das ist voll gemein. Voll gemein, ey. Na gut, in anderen Spielen, ich hab da ein schönes Spiel. Slaying Back to Hell. Wollte ich mal ein Display machen. Hast mir anders überlegt. Eine gute Idee.
Mein Kollege, mit dem ich gerade derzeit zusammenspiele, der hat es schon gesagt, das hat so einen richtig... Man, es ist so ein bisschen das 8-Bit-Dark Souls. Also, ich kann es mir so weit zustimmen. Es ist sehr schwer. Ja, man stirbt sehr regelmäßig und das ist auch beabsichtigt im Spiel. Es gibt ein paar Erfolge, die darauf abzielen, dass man stirbt. Das will schon dann was heißen, wa? So, aber es ist ein schönes 8-Bit-Dark und so. Also an sich, ich... Interessiert der ich schon, aber ich bin halt echt unsicher, ob ich das durchziehe. Werden wir sehen. Das ist definitiv dann auch Zukunftsmusik. Also bevor ich nämlich das Let's Play beendet habe, sollte ich über andere Let's Plays sprechen, nicht wahr? Das ergibt nicht wirklich hier Sinn. Auch bestimmte Leichen. Das ist schlecht. Das ist nur noch zu wenig, dass ich die Armee der Toten einsetze. Vor allem, da ich die hier unten schon alle besiegt habe. Der steht da einfach nur so rum. Apropos, ihr habt hier eigentlich Final Chapter Resident Evil gesehen. Ich geb's zu, ich hab's nicht gesehen, aber mein Mitbewohner hat sich die DVD jetzt geholt und der sagte, der war recht enttäuscht von dem Film. Habt ihr den gesehen? Könnt ihr seine Meinung unterstützen? Das würde mich interessieren. Wie kommt denn noch? Wieder so typisch. Es fragt so viel, wie kommt denn noch? Und dann war es der letzte. Oh, da ist noch ein Gegner. Damn. Ruhmesvampir. What the fuck? Da wird es einheitlich. Jupp, der Nax. Mehr Intelligenz gibt wieder den Hilfsbonus. Da fragt dich noch. So, dann haben wir hier noch Beschwerter von dazu. Scheiße. Ruhmesvampir, sehr schön. 101 Intelligenz, ja, geiler Scheiß. Kritischer Trefferschaden, Lebensprozent gegen Gegner, Farbprozent gegen Gegner, sweet. Kleiner Kopfschützer, hat zwar keinen Slot. Das ist auch scheiße. Heldenschutz, okay. Mehr Intelligenz, mehr Vitalität. Das gleiche. Ja, gekauft. Verbotene Urne. Nope. Die habe ich ja schon. Hier ist doch. Nein. Nope. Nope, nope, nope. So. Dann würde ich aber sagen. Gut. Dann würde ich sagen, liebe Leute, der Part ist eh jetzt vorbei. Im nächsten Part sehen wir uns da. Also da, wo gerade die Karte in der Mitte ist. Und erforschen weiter die Hallen der Agonie, Ebene 2. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr es wollt. Macht's gut!